Also das ist eine Momentaufnahme vom 4. bis 6. dieses Monats gewesen. Also in der Vorwoche wurde da genau erhoben. 1000 Befragte mit natürlich auch konsequenten Interviews zu dieser Online-Befragung von INSA, dem Meinungsforschungsinstitut. Das ist nicht irgendwer. Die haben natürlich auch Kunden wie die Welt oder die Bild-Zeitung. Also die sind schon wer. Und haben offenbar genau in dieser Phase gefragt, wie diese peinlichen Pannen waren von Van der Bellen bei den Interviews. War ja auch bei dir in OV24, nicht die beste Show, die er da abgeliefert hat. Und da muss man natürlich sagen, da hat das durchgeschlagen. Momentan schaut ist einer gegen alle, muss man sagen. Ist ganz spannend. Alle, ja. Ein sehr stark auch in Deutschland aktives und erfolgreiches Institut von dir gegen die österreichischen Institute. Die Österreicher sagen alle zwischen 55% und 59%. Dein deutsches Institut sagt, ja, fällt unter die 50%-Marke heute. Heute nicht, sondern in der Vorwoche. Also das muss man sehr wohl unterscheiden. Also das ist die Umfrage der Vorwoche. Und wie es heute ausschaut, weil, das müssen wir schon immer auch beachten, Umfragen natürlich auch was bewirken. Jetzt kann natürlich auch sein, wir haben das seit gestern und heute getrommelt, diese Umfrage, dankenswerterweise hast du auch übernommen, danke. Es war schon so, dass man hier natürlich auch den einen oder anderen Van der Bellen-Fan vielleicht motiviert, dass er hingeht zur Wahl und für Van der Bellen noch abstimmt, obwohl er es eigentlich gar nicht vorhatte oder eigentlich ungültig wählen wollte oder wie auch immer. Und ich denke, naja, eine Unstabilität will ich in dem Land nicht haben. Da wähle ich ihn trotzdem mit zugehaltener Nase oder mit verbundenen Augen, aber ich wähle ihn trotzdem, damit keine Destabilität entsteht. Ja, das haben wir ja schon in Tirol erlebt. Nicht? Genau. Das ist genau der Tirol-Effekt, wo die Umfragen aufgezeigt haben, da gibt es ein riesen Erdbeben. Die ÖVP fliegt aus der Regierung raus. Es wird vielleicht gar keine Regierung geben, wenn dann eine mit drei Parteien. Und dann hat natürlich Tirol, das sehr stark natürlich auch ein Fremdenverkehrsland ist, gesagt, na, das brauchen wir jetzt gar nicht. Jetzt kommt die Wintersaison, jetzt kommen die Gäste, wie es so schön heißt. Da brauchen wir alles, nur keinen Wirbel und keine chaotischen Zustände. Also wählen wir lieber noch einmal ÖVP. Und so kam es dann. Und so war die ÖVP-Niederlage dann schaumgebremst. Und so könnte heute ein schaumgebremster VDP-Erfolg kommen. Meinst du, das wäre möglich? Meine Prognose jetzt hier zu diesem Zeitpunkt, das wird sich mit einem blauen Auge ausgehen. Also blauen Auge meine ich, dass man unter 60% rutscht, auf alle Fälle. Aber dass es nicht zu einer Stichwahl kommt. Ein großes Aufatmen wird dann natürlich im Van der Bellen-Lager durchgehen und natürlich auch bei der ÖVP, den Mitunterstützer, die SPÖ sowieso und bei den Grünen ganz besonders, dass man sich keine Blamage dann antut, sondern dass sich dann halt gerade ausgeht mit 54-55%. Wir beide, Richard, sind ja schon lange Zeit der Meinung, dass der Österreicher ein bisschen dazu tendiert, in Umfragen und Vorwahlen möglichst koscher zu sein und zu sagen, na, die werden jetzt aber ordentlich verprügelt und versohlt werden da, diese Gfraster da oben, wie die Tiroler sich ausgedrückt haben. Schleichzeich war einer dieser Slogan in Tirol. Aber wenn es dann soweit ist, dass dann das Herz ins Hosen rutscht, wie es so schön heißt, und man sagt, na, bitte nur keine Wellen, nur kein Umsturz jetzt, das fehlt uns gerade noch, da kommt vielleicht der Weltkrieg, da kommt vielleicht eine Atombombe, genau. Was weiß man. Und dann sitzt da einer in der Hofburg als Oberbefehlshaber der Bundesheer ist, der weiß gar nicht, wo das Bundesheer ist, ich meine vereinfacht gesagt, und da bleiben wir lieber beim bewährten Alten. Könnte das sein? Könnte das sein? Absolut, du hast ja völlig recht. Wir sind in einer Krisensituation und Alexander Van der Bellen hat das Riesenglück gehabt, dass es keinen einzigen Kandidaten, du hast ja auch alle bei dir im Studio gehabt, bei keinem hätte man wirklich sagen können, naja, dem traue ich das sofort zu, dass er da reingeht in die Hofburg und das sensationell handelt. Und jeder oder fast jeder hat gesagt, er wird mit der Regierung abrechnen. Das haben die Österreicher auch nicht gern, weil das ist eigentlich nicht die Funktion eines Bundespräsidenten, dass er hier da irgendwie alte Rechnungen begleicht oder böse Minister, in seiner Ansicht nach böse Minister hier entfernt. Das ist überhaupt nicht der Wunsch der Österreicher. Und da haben sich, glaube ich, einige dieser Kandidaten ordentlich ins Knie geschossen. Richard, uns beide stört ja wahrscheinlich, also mich und so wie ich dich kenne, dich auch, die Tatsache, dass die Großparteien da alle ganz fad den Schweif eingezogen haben. Ja? Das ist ja ganz ungewöhnlich, dass bei dieser wichtigen Wahl, wir haben vorher einen historischen Rückblick gesehen, wer da alle war, Renner, Körner, Schärf, Jonas, Kirchschläger, Fischer, um nur einige zu nennen, ja? Glestil,
dass da die Großparteien nicht den Mut hatten, ein Hochkaliber aufzustellen, in vermutlich völlig falscher Berechnung der Stärke von Alexander Van der Bellen. Die waren der Meinung, der macht 80-85%. Da haben wir keine Chance. Wenn da die SPÖ mit einem Peter Kaiser oder einem Toscuzil oder auch vermutlich sogar mit einem Hans Nissl gekommen wäre, hätte sie das locker gewinnen können. Und auch die ÖVP mit einer Rabel Stadler oder einem Leitl, die hätten das alle gewinnen können, diese Wahl. Der gescheite Wolfgang Rosam hat das auch so gesagt. Der hat auch gesagt, natürlich hätte man einen Gegenkandidaten aufstellen müssen. Also Entschuldigung, die zwei Großparteien in Österreich schaffen es nicht, einen Kandidaten aufzustellen. Also das ist ein Armutszeugnis. Man hat offenbar auch die Kosten gefürchtet. Das kostet ja eine Menge Geld. Und da war man wahrscheinlich so der Meinung, naja, wenn es eh nichts bringt, dann lassen wir es gleich. Also auch eine typische österreichische Haltung. Und jetzt hat man irgendwie den Schirm auf. Also der Amtsinhaber ist beschädigt, auch wenn er unter 60% kommt. Da kann man jetzt sagen, das ist ein Sieg oder ein Triumph. Da muss man froh sein, dass so ausgegangen ist dann. Und für die Großparteien ist das alles andere als gut und für die Demokratie auch sehr schlecht. Das muss man auch einmal betonen. Auch, dass Alexander Van der Bellen sich verweigert hat, mit den Mitbewerbern zu diskutieren. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, der hatte ja 80% des Parlaments, also der Parteien hinter sich, fast 80%, und geht jetzt mit ein bisschen mehr als 50% heute Abend nach Hause. Man fragt sich natürlich, wo sind die restlichen 30% gelandet, die ihn eigentlich ja auch hätten wählen müssen. Die streuen sich jetzt da auf diese Protestkandidaten auf, die ja eigentlich keinem politischen Lager zuzurechnen sind. Und ein Armutszeugnis für die zwei Großparteien. Ja, und es wird viele gegeben haben. Wir werden es dann sehen, wie viel die Wahlbeteiligung wirklich dann ausgemacht hat, die einfach daheim geblieben sind. Also ich glaube, wir haben keine positive Überraschung erleben bei der Wahlbeteiligung. Also du glaubst unter 70%? Glaube ich auf jeden Fall, ja. Und vielleicht sogar unter 60%? Das weiß ich nicht, aber unter 70 traue ich mir schon prognostizieren, dass das heute kein Tag war, wo die Menschen hier in Österreich gerne und freudig wählen gegangen sind. Also die meisten wahrscheinlich so, ich gehe jetzt wählen, damit es stabile Verhältnisse gibt, damit nicht doch ein Chaos ausbricht. Herrschaften gesagt hat, ein lustiger Kandidat. Richard, jetzt lasse ich dir da nicht raus aus dem Studio, ohne die Frage, traust du dich hier einen veritablen Wetteinsatz für deine Umfrage zu legen, dass wir also heute Abend in eine Stichwahl gehen mit 48,5%? Noch einmal ganz genau sein, bitte. Das war die Umfrage vom 4. bis 6. Trotzdem kannst du dich ja trauen, eine Wette darauf zu legen. Ich wette darauf, dass Van der Bellen es knapp schafft mit 54-55%. Also bitte, sogar Richard Schmidt hat die Kurve gekratzt. Wir haben noch so vertraut auf dich heute Vormittag, Richard, haben gesagt, du stürzt diese ganze Wahl ein, ein Erdbeben kommt da auf uns zu, alles wird ganz anders werden. Aber wir haben jetzt alle ein bisschen das Gefühl in diesem Wiener Expertenzirkel, man hört von allen Seiten, das läuft in Richtung Van der Bellen heute. Ja, und einer hat es nett ausgedrückt, Gott sei Dank ersparen wir uns das Theater von der nächsten Wahl. Ne?